Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Anschauen von 1.16 Snapshot 20B11A. Ich habe noch nicht so viel gehört von diesem Patch und möchte es mit euch zusammen anschauen. Wir werden relativ schnell ins Nether gehen und tun mal einfach die neuen Blöcke, Monster und so anschauen. Wie lange ich das mache, weiß ich nicht genau. Also ich kann es eigentlich recht lange machen, bis zum Beispiel die Pre-Release rauskommt von 1.16. Oder wir können ja dann auch ein Singleplayer-Let's Play noch machen. Also, so wie wir es sehen, sind wir in einem Ebenenbiom mit ein bisschen Blüten, also Blumenwald und Birkenbiom. Und ich habe irgendwie noch ein Grafikproblem. Ich glaube, ich weiß, dass wieso das ist. Die Helligkeit muss ich unbedingt nach oben stellen. Das ist wegen Spousing. Kann es sein. Ja, dann müssen wir noch fixen dann. Wer das weiß, wieso es hier so weiße Linien gibt, darf mir gerne das in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht genau. Aber hat irgendwie mit einem Modus zu tun. Mit V-Sync. Eigentlich. Vielleicht muss ich noch Minecraft neu starten oder so. In der zweiten Folge ist es dann hoffentlich weg. So. Ja, das normale Minecraft. Schön locker. Weil mein Modpack Draro ist ja mal mega hardcore gewesen. Man hat immer wieder Items gefunden. Immer wieder Inventar voll und so weiter. Und ja. Das ist natürlich nicht so toll. Also, zu viele Items geht auf den Zeiger. Und man weiß nie, was man craften will. Muss immer natürlich denken. Also, je mehr ein Modpack Items hat, desto schwieriger ist es eigentlich. Ja, damit auch klar zu kommen. Natürlich, dafür hat man einfach viel mehr Freiheit. Und das reduzieren wir jetzt. Als nächstes kommt Pixelmon, das wird dann ein Langzeitprojekt. Oh, schon Bienen, cool. Dass wir Pixelmon nehmen, weil damit einfach auch nicht so der Drang auf Waffen und so da ist. Dass wir eher so ein bisschen weniger Items brauchen, in dem Sinn, dass wir keine Rüstung brauchen, nicht immer alles reparieren müssen und so weiter. Und einfach auch nur optische Sachen noch einfügen. Oh, schade, ich kann nicht C drücken. Ich will immer C drücken, wegen Obi-Fan. Aber das gibt's leider noch nicht. Ja, müssen wir klarkommen. Ein Sumpf, das ist doch mal schon gut. Jo. Ich freue mich riesig auf einfach mehr Minecraft. Nur eben, die Zuschauerzahlen sind bei mir halt bei Minecraft nicht so hoch wie bei Champions of Regnum. Das ist klar. Aber ihr dürft gerne dabei sein. Bei mir gibt es auch anständigen Content, nicht nur Minispiele und so Sachen. Und vielleicht wird es ja auch bald wieder besser, weil ich sehe viele Let's Player, die einfach aufhören mit Minecraft, weil sie keine Aufrufe mehr bekommen. Unterstützt doch einfach mal ein bisschen die Leute. Und oh, ein Dorf, sehr schön. So. Ja, aber eben. Genau die Leute, die das Problem haben, dass sie nicht mehr Aufrufe bekommen, so, die werden nie unterstützt. Nur die Leute, die wirklich viele Aufrufe bekommen, werden auch unterstützt. Ich finde das ein bisschen ungerecht. Also YouTube ist da auf dieser Seite einfach mega ungerecht. Kann man leider nichts machen. Was ist das? Komm hier nicht mal hoch. Hallo, ich will runter. So. Hier haben wir nichts drin. Die Dinge kenne ich gar nicht so halt. Ich muss aber mal schauen, was das für Obst ist. Wenn man es kaum sieht. Einfach mal alles befreien, der tut hier sowieso alles anpflanzen. Ja, wir haben leider dann nicht deine Sachen. Hm? Wir können leider keine Smaragde holen. Der Röchelofen brauche ich nicht. Gell? Hm. Soll jetzt auch mal wieder ein bisschen klarkommen. Auf die normale Minecraft-Version einfach ein bisschen fortgeschrittener. Wenn man eigentlich kaum etwas machen müsste jetzt momentan. Okay, Essen haben wir. Sehr schön.
Gut, das gelbe Bett nehme ich mit. Dann hast du halt ein weißes Bett nur noch. Gelb ist schön. Oh, Pferde. Ah. Ja, ziemlich. Also, das ist noch von der 1.15, die habe ich auf Cam wegen Mods gespielt. Ich bin auf der 1.12 hängen geblieben. Bleibt bei 1.12 wegen Mods. Aber wenn ich jetzt auch ein Let's Play draus mache, ein Vanilla-Let's Play, dann ist klar, dann bleibe ich nicht auf 1.12 immer. Weil ich habe ja Multicraft, jetzt kann ich die ganze Zeit irgendwelche Versionen generieren und muss sie nicht mehr wechseln. So, da haben wir noch ein paar mehr. Gut. Also, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Süß, die gehen die Katzen nach. Da haben wir noch ein Haus. Sehr schön. Wunderbar. Also, sag mir in den Kommentaren, was ich so alles zeigen soll. Weil ich möchte schon mehr zeigen, natürlich. Da ist nichts drunter. Aber den nehme ich doch gerne mit. So. Der sieht auch irgendwie ein bisschen kräftiger aus als ein normaler Ofen. Also. Da unten hätten wir noch ein paar Sachen zum Anpflanzen. Aber ich denke, ich werde gar nichts anpflanzen, sondern direkt in die Hölle gehen, wo wir auch das Zeugs finden von der 1.16. Was haben wir sonst noch? Es gibt, glaube ich, nur. Also die Entwickler sind so langsam, die Modder sind immer viel, viel schneller, dass ich einfach gar nichts so machen, also gar nichts zeigen kann. Ja, alles in der Hölle ist. Also gibt es nicht irgendwo eine Höhle. Wieso gibt es in Minecraft so wenig Höhlen plötzlich? Ist das irgendwie ein Bug oder ist das gewollt von Entwicklern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr glücklich, nichts zu finden. Weil ich buddle nicht gerne einfach runter. Ja, gut. Da, nein, ist auch keine Höhe. Dann müssen wir wieder zurück zu diesem Berg dort. Dort gibt es nämlich eine Höhle. Sonst gibt es kaum. Ah, hier gibt es eine Höhle. Ja, sogar Eisen. Sehr gut. Dann gehen wir schon mal runter. So, müssen leider hier ein bisschen drüber buddeln. Jetzt auch den Stein nicht verwenden für Treppen, für Leitner, Brücken. So, jetzt haben wir 8. Wie viel brauchen wir? 13. So. Und das Schwert. Ohne Schwert fühle ich mich immer so sinn, also wirklich wehrlos. Sehr schön. Ich hoffe, die Lautstärke ist laut genug. Ich höre jetzt fast kaum Geräusche. Ja. Sehr schön. Einfach einen Lift benutzen. Nein! Nein, nein. Ich brauche doch Fackeln. Sonst ist es mir zu düster hier unten. Ja, jetzt haben wir keine Informationen, sonst haben wir ja die Minimap und Weiler und alles mögliche, aber hier nicht. Hier haben wir leider nichts. Endlich Fackeln. Das tut mir schon viel besser. Ich habe jetzt auch eine Barriere überwunden. Endlich Fackeln. Aber Minecraft ist so chillig ohne Mods. Und mit Mods ist es einfach so extremst. Man ist immer am Schauen. Oh, was ist das für ein Item? Oh, was ist da geblüht? Oh, cool. Ein neues Schwert. Oh, man ist immer im Stress. Aber ohne Mods finde ich Minecraft eigentlich auch. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich mit Mods oder soll ich ohne Mods spielen? Man kann einfach nicht sich nicht entscheiden. Das ist das Schlimmste. Was macht eine Sonnenblume hier? Hallo, Minecraft. Ja, manchmal wurde Minecraft sogar ein bisschen negativer verändert. Aber ja, die liebste Version ist immer noch die 1.8 Beta. Da kamen die Sümpfe und die Dschungel.
Hey, das war meine liebste Version. Ich wollte gar nicht mehr, dass Minecraft eigentlich weiterentwickelt wird damals. Es war so cool, weil die 1.73 Beta war schon mega gut. Und oh, das war noch 2011 oder 12. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber das war cool. Heutzutage ist Minecraft, wie soll ich sagen, nicht schlechter geworden. Klar. Aber viele Updates sind einfach so mega sinnlos. Das ist wirklich gar nicht die größte über Updates. Die 1.16 ist wirklich die kleinst, das kleinste, der kleinste Patch, der jemals rauskam. Okay, nein, 1.15, aber da gab es ja nur Bienen und Bienenstöcke und so Sachen. Das ist einfach viel zu winzig. Und jetzt 1.16 einfach im Nether etwas machen, ist natürlich auch nicht gerade so toll. Aber dafür hat man ja Mods. Nur Mods überladen das Spiel so mächtig, dass du manchmal auch das Gefühl hast, du musst unbedingt wieder Vanilla spielen. Und das ist jetzt eigentlich momentan auch gerade der Fall, weil wir jetzt gerade am Ummodden sind. Wir machen wieder Pixelmon rein, weil das einfach einer der größten, tollsten Mods ist. Ich eigentlich überhaupt kein Pokémon-Fan bin. Also ich bin mal gewesen, Rot und Blau, also 1997 bis 2002 bin ich Pokémon-Fan gewesen. Und dann auch nicht mehr leider. Aber dass ich da einfach ein Mod habe, der zwar jetzt nicht mein Lieblingsgenre, mein Lieblingstyp-Spiel ist, weil es einfach auch ein bisschen zu kindisch ist und so weiter, aber man kann es ja auch erwachsen machen. Also dass man jetzt zum Beispiel einfach eine Adventure Map macht, die wie eine Pokémon-Region ist, aber dort eigentlich alle so erwachsene Pokémon herumlaufen und so weiter. Also auf Hauptaugenmerk auf Erwachsenen ist, dass man Pokémon fangen kann, klar, denen spielen kann, also mit denen kämpfen kann. Aber einfach alles ein bisschen erwachsener ist. Dass man zum Beispiel ja, eher so richtig Gangster Richtung ja, Gangster ist ja auch nicht erwachsen, aber eher so Richtung Krieg spielt. Was würden die Pokémon Krieg machen? 6. Das ist schon zu tief, also ich will jetzt hier bei 10. Ah, ist genau hier gewesen. Okay. Ja, stimmt, wegen da, wo das links raus kann. Also, wir brauchen ein paar Diamanten. Aber jetzt müssen wir zuerst mal Eisen. Ah, muss das sein, dass hier Lava ist? Eisen, bitte. Für den Drago. Oh. Wir haben ein Problem, wir haben kein Crafting Table mehr. So. Eisen hat sich auch ein bisschen heller gemacht. Steinspitzhacken können wir wegwerfen, die geben kein Ding. Brennmaterial, also die. Ja. Machen wir das mal so hier. Aber wir müssen die Lava ausweichen. Wir haben auch noch keinen Eimer. Ich möchte gerne einen Wassereimer haben zur Sicherheit. Weil Lava fließt schnell, vor allem im Neffe. Noch kurz schauen. Ja. Vielleicht ja, schaffen wir es schon in den Neffe. Aber ich möchte natürlich auch gerne einen Bogen haben, der verzaubert ist mit Unendlichkeit oder so. Wir müssen einfach vorsichtig sein im Nerv. Wir haben normal, oder? Wir haben friedlich? Machen normal. Lol. Ist das friedlich? Grundeinstellung? Also ich habe nicht eingestellt, dass wir friedlich sind. Ja, dann ist klar, dass wir kein Essen verlieren. Aber jetzt sind wir natürlich auch normal. Jetzt weiß ich es ja auch. Ich bin ja immer einer, der eigentlich auch schwer spielt.
Weil Minecraft ist schon sonst schon so zu leicht, oder? Auch die Creeper, die nerven. Das ist klar. Ja. Wir finden leider keine Diamanten. So schnell, ne? Ja, wir müssen lieber straight minen, also nicht nur auf eine Seite gehen. Also gehen wir hier wieder zurück. Diamanten, irgendwie findet man gar nichts hier. Ui. Ja, dann müssen wir wieder hochgehen irgendwo, weil wir kein Holz mehr haben. Gut. Ja, aber immerhin haben wir Eisen gefunden. Ja, dieses Mal kein Glück. Ich habe sonst immer sofort Glück, aber dieses Mal habe ich eben nicht Glück. Und finde keine Diamanten. Tue jetzt mal weniger Fackeln hin. Dann müssen wir ein bisschen sparen. So gut kommen wir leider nicht mehr raus. Noch ein bisschen hier geradeaus. Und dann nochmal so eine Spitzhacke machen. Na Gold. Haben wir das auch gefunden? Also, boah, haben wir schon gefunden, aber nicht mitgenommen. Ah, Mann. Jetzt kommen plötzlich viele Erzen. Na gut. Ah, das ist so schwierig. Manchmal findet man sofort, manchmal ewig lang nichts. Und das ist wahrscheinlich ewig lang nichts. Okay. Vielleicht wurden Diamanten rausgenommen. Sie sind zu OP. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Ja, okay. Also, was machen wir jetzt? Nochmals eben. Mal kurz Fackeln. Eisenaxt, Eisenschaufel. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen wegmachen. So. Naja, das müssen wir auch noch mitnehmen. Also. Machen wir mal die Blumen weg. So, und jetzt haben wir immer noch voll. Ja, Cobblestone brauchen wir nicht so viel. Kies sowieso nicht. So. Also. Wie kommen wir jetzt am besten nach oben? Wir müssen uns hier durchgraben, hä? Jetzt sind wir oben. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier bellt gerade ein Hündchen, ein ganz kleines Hündchen. Mega laut. Lass die Hunde einfach nicht raus, wenn sie die ganze Zeit bellen müssen wegen anderen Hunden. Ja, wenn man Hunde nicht unter Kontrolle hat, sollte man keine Hunde haben. So. Geht einige Zeit leider. So, jetzt sind wir oben. Keine Information. Leider noch nicht. Man hört irgendwie Tiere. Hallo. Ja, es sind 64 Blöcke von 0 auf
Oberfläche. Jetzt auch jede Zeit. Wir sind wahrscheinlich in einem Sta in einem Berg. Jetzt. Das. Die Steine sehen irgendwie schön aus, aber auch wieder nicht so schön. Jetzt hören. Hallo. Jetzt. Sehr gut. Okay, wir sind relativ weit unten. Also, dann schauen wir nochmal kurz. Ja, wir haben noch recht viel Zeit, 10 Minuten. Wir brauchen Holz. Sehr gut. Das Dorf ist eigentlich auch ziemlich gut nahegelegen, aber wir haben ja ein Bett. Wir tun einfach im Dorf leben. Die NPCs kümmern sich eigentlich nicht so. So. Das ist mehr als genug. Also. Ja, die Spinne ist ja zahm geworden. Also das ist ein Räucherofen, nein, ein Schmelzofen, sehr gut. Schmelzofen brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Sehr gut. Also, immer noch erkältet. Also immer noch Asthma, meine ich. Dann tun wir doch irgendwas. Ja. Wir haben nichts. Ah, warte kurz. So, also, meine Schwester braucht wieder meine Hilfe, also ich mache jetzt den Wald fertig. Ja, wir haben nichts zu tun, also wir müssen die Diamanten in der nächsten Aufnahme dann holen können. Deshalb mache ich halt jetzt nicht so ein langes Video, weil ich jetzt eben gehen muss. Meine Schwester kann nicht alles tragen, was sie einkauft. Muss halt jetzt auch langsam ein bisschen hamstern. Die Nahrung halt ein bisschen ein Ding, weil alles ist ausverkauft, oder? Dann bekommt man gar nichts mehr. Aber ein bisschen Essen, ein bisschen mehr gekauft. Einfach schleppen. Also, dann bis nächstes Mal. Danke und tschüss.